Wie schrecklich! Das Geld des Wüstenpromis Elon Musk wurde gestohlen und in diese Höhle gebracht. Nun ist er nur noch der zweitreichste Mensch der Welt. Wir müssen ihm helfen. Natürlich nur für einen feuchten Händedruck und nicht, weil wir so um die 10 Millionen als Entschädigung und Preisgeld erwarten. Nein, nein. Wir tun das nur aus Nächstenliebe. Wie dem auch sei. Dieses neue Gebiet ist ein bisschen feucht, was in der Wüste ziemlich ungewöhnlich ist, aber eine willkommene Abwechslung darstellt. Jetzt haben wir die ganze Zeit geschwitzt, jetzt freuen wir uns auf Nässe und einen Schatz, aber der ist eine Falle! Mist. Wobei, wenn man mal genauer drauf schaut, könnten diese Schmetterlinge durchaus einiges wert sein. Also klatschen wir sie um, packen sie ein und mal sehen, was Elon dafür bietet. Vielleicht lassen sie sich ja zu Treibstoff machen, zu biologischem oder so. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Erfreuen wir uns erstmal an den Level-Ups und den paar Münzen und eventuell an dem Inhalt dieser Truhe. Die vorherige war eine Falle, aber hier befanden sich drei Spielteile drin, ne? Zwar nichts zum Essen, ja, Prinzessin Zelda, die Forscherin, hat Hunger. Da können wir dann erst wieder beim nächsten Gasthaus was gegen tun. Und bis es soweit ist, folgen wir weiter dem Schatzpfad. Ich ging halt anfänglich von nur einer Schatztruhe aus, aber es sind tatsächlich mindestens drei. Und ja, das ist sehr, sehr geil. Hey, weißt du was? Ich finde, ich mache beim Kämpfen mittlerweile eine echt gute Figur. Nein, Mann, das siehst du falsch. Was? Aber, also, ich finde mich cool. Du denkst wohl, ich bin blind. Ich hab's genau gesehen. Du bist beim letzten Kampf dreimal fast über deine Schnürsenkel gestolpert. Ich dachte, ich wäre etwas vorsichtiger vorgegangen und keiner hätte das gesehen. Real Talk, ich bin manchmal wirklich zu faul, mir die Schnürsenkel zu binden. Wenn ich nur mal was aus der Garage holen muss oder was abholen muss um die Ecke, dann schlüpfe ich rein in die Schuhe und das war's. Du hast 30 unterschiedliche Arten von Monstern in Miitopia besiegt. Du hast Level 5 mit der Klasse Katze erreicht. Und mit Unhold. Ja, großartig. Aber wie ist das bei euch? Schlüpft ihr auch einfach mal so in eure Schuhe rein, ohne sie zu binden? Das Blöde ist halt, die Leute bemerken das sofort und weisen einen dann darauf hin. Ist ja sehr freundlich, aber was willst du dann sagen? So von mir, ja, ist mir scheißegal. Es ist mir schon mal rausgerutscht. Der hat blöd geschaut und ich habe mich so geschämt. Oh Mann. Er wollte mir helfen und mich darauf hinweisen. Und ich sage, ist mir scheißegal. Es ist mir einfach so rausgerutscht, weil ich war in Gedanken, sorry. Oh, es klingelt. Als ob. Jetzt kommt schon das vierte Teammitglied. Mensch, das geht ja Schlag auf Schlag. Und immer, wenn ich nicht damit rechne, wer wird es wohl sein? Diesmal erhalten wir Unterstützung von einem echten Superkrieger, Son Goku aus Dragon Ball Z. Er ist lässig, verfressen wäre auch passend, aber steht nicht zur Auswahl. Und wie ich bereits sagte, ist er ein Superkrieger und wird der neue Vertreter der Kriegerklasse. Ich werde ihm aber höchstwahrscheinlich den Helm abnehmen, weil es sieht nicht wirklich gut aus. Und ja, Son Goku kämpft nicht wirklich mit einem Schwert, aber die Kriegerklasse passt dennoch sehr gut zu ihm und ich wollte ihn unbedingt dabei haben. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin Son Goku. Du bist am Tendo, stimmt's? Jo! Fantastisch, endlich lernen wir uns kennen. Da sagst du was. Goku hat sich dir angeschlossen. So, und ich werde jetzt gleich mal die ganzen Namen abändern. Sobald sich eine Möglichkeit ergibt. Goku hat sich uns angeschlossen. Hallo alle zusammen, freut mich. Tatschen, das werden sicher tolle Abenteuer mit dir. Ach, übrigens,
Was ist denn euer nächstes Ziel? Oh, eine gute Frage. Das kann uns der Krog bestimmt beantworten. Was? Wo heißt es, dass es hingeht? Tja, wohin denn gleich? Lost. Wir wollen die Kohle von Elon Musk retten. Oh oh. Ach, ist ja auch nicht so wichtig. Hauptsache, wir haben ganz viel Spaß auf der Reise. Ja! Sollte ich mir langsam Sorgen machen? Ja, Goku. Das solltest du. Komm doch gleich mal mit mir in ein Zimmer. Und Zelda geht in den Stall. Sicherlich möchtest du gleich etwas futtern. Liege ich da richtig? Wobei Magie wäre eher Quatsch. Wie sieht's denn mit diesem Döner-Sandwich aus? Das kann ja nur schmecken, oder? Was sag ich denn dazu? Ja, bisher kein Mega-Hype. Aber zumindest schmeckt's. Das behalten wir so. Und Goku, was sagst du zum Koboldschinken? Ja, der schmeckt dir zumindest. Finde ich gut. Weil die meisten sagen da ja eher Nein zu. Endlich haben wir jemanden, der es feiert. Zelda mag die Pilze. Auch sehr erfreulich. Und ich denke, ich probiere mal die Wolkenwatte am Krog aus. Oh! Er feiert sie tatsächlich unnormal. Okay, cool. Schönes Experiment an der Stelle. Möchtest du gleich mal etwas kaufen? Nein? Okay, dann vielleicht beim nächsten Mal. Und ich spendiere stattdessen Zelda einen neuen Anzug, den sie auch gleich mal tragen darf, ja, in rosa. Obwohl, ehrlich gesagt, steht ihr das gar nicht so sehr gut. Ich hätte es in blau nehmen sollen, so wie in BOTW. Egal, nicht weiter wild, passt schon. Der Krog ist zwar noch hungrig, aber du musst abnehmen. Weiter geht's. Beziehungsweise, nein, erst Umbenennungen und dann geht's zum Quizmaster. So, das wäre abgehakt. Dann weiter zum Quizfreak. Ich habe ja schon einmal seine Fragen beantworten wollen, aber bin bei der letzten gescheitert. Erhalte ich eine zweite Chance? Hey, du da, hör mir mal kurz zu. Wer könnte immer weiterspielen? Ja, richtig. Ich, der einzig wahre Quizfreak. Du siehst aus, als könntest du das Original erkennen. Willst du meinen Quiz, wer ist das Original, ausprobieren? Ich hab's ja, wie gesagt, schon mal gespielt. Aber klar, zweite Runde, da bin ich dabei. Wer ist das Original? Es gibt wieder drei Fragen. Fangen wir an. Komm schon, diesmal müssen wir es packen. Frage 1. Wer ist Zelda? Naja, kann ja nur die ohne Brille sein. Genau, weil würde keinen Sinn machen, dem Mi eine Brille zu geben, wenn man es dann eh nicht sieht. Frage 2. Wer ist der Krog? Ja, da haben wir beim letzten Mal gefailt. Es war der mit der Nase hier oben, richtig? Ja, richtig. Damit haben wir die zuletzt falsch beantwortete Frage richtig beantwortet diesmal. Wir bekommen aber auch gleichzeitig eine neue finale Frage. Wer ist Goku, OMG? Es geht wohl um die Augen, die da oben versteckt sind. Keine Ahnung. Ich schätze der letzte, aber es ist ehrlich gesagt geraten. Yes! Starke Leistung. Dankeschön. Glückwunsch. Du hast mich glatt geschlagen. 5 MP-Bonbons erhalten. Die alle ins Gasthaus gehen. Man sieht sich. Yippie! Das war aber wirklich schwierig. Also die dritte Frage ist in jeder Runde echt fordernd gewesen. Das kannst du nicht ohne weiteres beantworten. Aber ich hoffe, wir können ohne weiteres diese goldenen Säckchen hier besiegen. Das hat immer eine Menge Geld eingebracht.
Kommt aber vielleicht für Goku etwas früh, denn der geht hier direkt down. Ich versuch's mit Krallenwetzen. Brauche hier aber definitiv Support. Ja, wow, der freche Piekser ist schon mal ziemlich stark gewesen. Das habe ich dir gar nicht zugetraut, Krog. Großes Lob an der Stelle. Ja, moin. Wofür habe ich jetzt meine Krallen gewetzt, wenn mein Pferd jetzt ready ist? Oder mache ich dann auch mehr Schaden mit dem Pferd? Keine Ahnung. Angriff! Vielleicht gilt es aber auch erst für die nächste Runde. Wenn ich da noch am Leben bin. Aber gut, der eine Goldploing ist down. Dann müssen wir auch den anderen bezwingen. Gut gemacht, Zelda. Oha, aber da hätte ich vielleicht nicht direkt, nachdem wir Goku ins Team geholt haben, hingehen sollen. Ich sehe auch gerade, ich habe vergessen, ihm den Helm abzunehmen, Mann. Sorry dafür. Holen wir aber jetzt nach. Das tut mir echt leid, Goku. Das ist absolut nicht deiner würdig, ich weiß. Es ist komplett meine Schuld. Das wird nicht noch einmal passieren. Du bist der Stärkste in unserem Team, das weiß jeder. Will auch keiner leugnen und dich auf keinen Fall schlecht dastehen lassen. Nein, nein, das verstehst du völlig falsch. So ist das nicht gemeint. Großes, großes Sorry. Aber wir können ja sagen, Goku kommt gerade von einem langen, langen Schlaf, hat ewig nichts gegessen und deshalb war er mit einem Schlag K.O. Das kann auch mal einem Superkrieger wie ihm passieren. Oh, neue Tafeln. Okay, okay, immerhin gibt es neben Vibesbild auch das entsprechende Pendant. Mannsbild, das ist zumindest sehr fair, Nintendo. Geil. Ja, damit ziehen sie sich wahrscheinlich auch aus der Affäre raus. Ja, okay, 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 okay. War die ganze Diskussion unnötig. Also das war sie so oder so, aber jetzt gleich doppelt. Zelda erlernt Entzünden. Erhöhe mit chemischer Behandlung die Waffenreichweite von Freunden. Wait, heißt das, man kann mit einem Move statt nur einem Gegner mal zwei oder gar drei treffen? Wenn, dann ist das ja ultra stark. Ey, jetzt bin ich gespannt, was das für eine Attacke ist. Aber erstmal freuen wir uns über den Sprunghieb von Goku, siehst du? Ein Saiyajin wird stärker nach einer Niederlage und das hat sich hier mal wieder gezeigt. Sehr schnell auf Level 3 angestiegen. Hey, neue Klamotten? Cool. Nicht doch, ich werd noch ganz rot. Das Kompliment kam gut an. Schön, weil heutzutage muss man ja immer extrem vorsichtig sein, wenn man einer Frau Komplimente macht, hab ich so das Gefühl. Direkt wird's in den falschen Hals genommen. Und endet böse, oder? Es ist einfach nur traurig. Es ist einfach nur traurig. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele Keks, die einfach nur billige Anmachen raushauen und auf den Sack gehen wollen. Oh, der kann einen Schwachpunkt finden mit der Lässig-Aktion. Das ist ja mal geil. So langsam bildet sich hier etwas. Noch bis vor kurzem habe ich mir etwas Sorgen gemacht, dass mein aktuelles Team nicht im Ansatz mit dem anderen mithalten kann. Aber so langsam entfaltet sich das Potenzial und es wird klar, dass daraus noch was Großes wachsen kann. Ich bin gespannt. Level 5 wird im Forscher erreicht. Und
Wir kaufen für Goku direkt mal die Lederrüstung. Die er sich auch holt. Ja, wir ziehen sie aber nicht an. Sieht furchtbar aus. Dann gibt's für Nintendo den Pünktchen Catsuit. Erhöht Abwehr auf 40. Ja. Zumindest wenn ich es gekauft hätte. Ist aber nicht so gekommen. Schade. Croc, komm mal her. Und Zelda freundet sich mal mit Goku an. Und zwar mittels eines Karaoke-Abends. Kann man sich gar nicht vorstellen eigentlich. Lassen wir es beim Karaoke krachen. Ich hoffe, du hast den Rückweg gemerkt. Erwischt. Karaoke waren die was für mich. Da, ba, ba, da, ba. Oh, du bist voll toll. Ich tanze immer, ja. Yeah. Ja, immer wenn ich schlafe zumindest. Ich singe immer. Beeindruckend. Warum ist denn da der König eigentlich auf dem Poster zu sehen? Etwas weird. Egal. Angeben gelernt und flüchtige Bekannte Zelda und Goku. Das ist doch schon mal ein Anfang. Dann gibt's noch 3 MP-Bonbons und natürlich was zu futtern, Leute. Ist doch klar, ich muss euch boosten. Boosten, boosten, boosten. Ja, Koboldschinken für dich, weil du bist da ein okayer Abnehmer für, Goku. Die Bratpilze wandern in den Magen von Zelda. Wie gehabt. Schokobecher ebenfalls. Die Wattewolke ist für dich. Und ich probiere auch mal die Felsen-Schoki bei dir aus. Mag er nicht. Mhm. Schade. Kannibalentee. Mehr MP und Tempo. Für Zelda. Achso, sie ist schon satt, echt? Okay, und Goku? Dem schmeckt's. Sehr schön. Gibt's noch irgendwas, was ein sicherer Abnehmer für mich ist? Ja, komm, ich hau mir den Döner rein. So muss das. Lecker! Uiuiui! Und das reicht. Weiter geht's. Wir wollen heute auch wieder weit kommen, logischerweise. Und den Angriff haben wir durch Nahrung um den Wert 10 oder mehr gesteigert. Das gleiche gilt für Tempo. Nice. Okay, dann noch schnell die andere Abzweigung und die Schatztruhe. Und danach zum großen Weisen. Ist das hier die einzige Abzweigung oder gibt es noch ein weiteres Geheimnis? Platz für mehr wäre da. Bin mal sehr gespannt. Ich denke aber, das hier wird der kürzere Weg sein. Aufpassen! Aua! Wer soll helfen? Dumm Tento natürlich. Hey, alles okay? Dankeschön. Zelda ist Domtendo dankbar. Juhu. Simp Domtendo immer zur Stelle. Natürlich auch im Kampf. Ich werde mich schützend vor Zelda stellen. Oder aber auf das Pferd steigen und gemeinsam mit Epona das Manns- und das Weibsbild wegpusten. So ist gut. Aber droppen die jedes Mal den Glyphentoast? Weil der ist schon auch nicht so verkehrt. Cool. Ja, wir machen eine kleine Verfütterung jetzt, weil ich denke, gerade am Anfang können wir es gut gebrauchen. Kaktussaft für Zelda. Magst du den? Ja, du magst den. Das ist schön, weil der pusht MP. Bei dir könnte man das auch machen. Ja, schmeckt. Alles klar. Glyphentoast für Zelda. Mhm, hochzufrieden.
Ja, und du kannst ihn eigentlich auch mal probieren. Schmeckt. Alles klar. Banshee-Tränen haben Magie gepusht. Nee, dann lass das mal bleiben. HP und MP ist etwas, was man sich durchaus mal zu Gemüte führen darf. Auch du, Goku, hat gewirkt. Sehr gut. Was haben wir denn da noch? Nee, ich gehe ohne irgendwas ins Bett. Und weiter! Was befindet sich in der Schatztruhe? Hoffentlich eine Waffe. Da bin ich jetzt ganz scharf drauf. Nintendo mal wieder auf Epona unterwegs. Während die anderen laufen müssen. Oh nein, das ist eine Falle, ernsthaft? Ah, dann kommt aber bestimmt danach noch eine Truhe mit einem Schatz, weil das wäre sonst echt lächerlich. Ui, die Jadefalter und dann auch noch so viele. Zelda, könntest du mal deine neue Attacke ausprobieren? Nein? Schade. Weil ich hätte gerne gesehen... Ah, jetzt! Neue Technik! Entzünden! Tatsächlich, also man kann damit auch umliegende Gegner noch schädigen. Da Goku neu im Team ist, war es jetzt nicht so mega krass. Ach, warte, das... Moment mal. Das kann sie nicht nur einmal nutzen, sondern für alle? Oh mein Gott, dann müssen wir ihr Tempo ja unnormal pushen, weil dann greift sie zuerst an, enabled diesen Move und dann können wir einfach alle, das gesamte Team, mehrere Gegner treffen mit unseren Moves. Das ist ja krass. Das macht die Attacke noch besser, als ich dachte. Okay, alles klar. Dann werden wir bei Zelda auf jeden Fall einen Fokus auf Tempo setzen jetzt demnächst. Und wir kriegen keine Waffe, aber ein Feenkostüm. Warum auch immer. Ach, für ihn ist das. Okay. Vom Unhold zur Fee. Alles klar. Lul. Habt ihr euch schon gut angefreundet? Dauert noch ein bisschen, ne? Naja. Guck dir mal unser Pferd an, Goku. Damit lässt sich auch einiges im Kampf erreichen. Versprech's dir. Also, HP und MP. Können wir jetzt nochmal Goku geben? Tempo. Haben wir hier. Bitte sag mir, dass dir der Kannibalentee schmeckt, Zelda. Ja, hochzufrieden. Mega. Aber ich habe nur einmal das Ding. Shit. Ah, den Grillskorpion mag sie ja leider nicht. Dafür den Toast. Ja, wir müssen noch irgendwas mit Tempo finden, was sie feiert. Oder ich stopfe ihr einfach die Dinger rein, ob sie will oder nicht. Ja, dann lassen wir das erstmal. Dann, geben wir den Schokokuchen auf dem Krog. Ja, der ist hochzufrieden, alles klar. Und was für die Abwehr? Den lieben Goku. Aber der mag den Schokokuchen nicht. WTF. Lächerlich. Lächerlich. Warum hat er eine Gabel als Waffe? Ich hinterfrage beim Krog am besten gar nichts mehr. So lächerlich, ey. Null. Und du, Goku? Die Bienenrüstung. Alles klar. Wir wollen ja nicht, dass du wieder mit einem Treffer down gehst, ne? Aber wir wollen auch nicht dieses Kostüm an deiner Haut sehen. Wir nehmen nur die Werte mit. Auf geht's! Der große Weise möchte seine Lampe zurück, aber wie sollen wir ihm bitte erklären, dass CDI-Link seinen Gefangenen freigelassen hat? Das wird garantiert nicht gut ankommen. Ich bin schnell wie der Wind! Hey, Epona, lass mich dir ein Geheimnis verraten. Und zwar... Ach nö, doch nicht. Was zum...
Alles klar. Die Events mal wieder auf ihrem ganz eigenen weirden Level. Oh, stimmt. Dadurch, dass Domtendo ja noch immer auf so einem hohen Level ist, weil... Das hat sich bei mir ja nicht geändert. Oder? Warte mal. Ach doch, das Level schon, aber die Stats nicht, oder? Ah, ich bin ganz verwirrt. Jedenfalls habe ich den Tatzenhieb gelernt. Böser... Schmerzender Hiebangriff verursacht beim Gegner Schaden. Okay, also eine starke Attacke für einen Gegner. Alles klar. Nee, warte. Also mein Level hat sich wieder auf 1 abgesenkt, nachdem meine Teammates geklaut wurden. Aber meine Stats sind doch gleich geblieben, oder? Digga, ich habe da noch nie wirklich drauf geachtet, ehrlich gesagt. Muss ich mal machen. Nanu? Was machst du denn hier? Ein Lampengeist will das Königreich zerstören. Also ist das Siegel gebrochen. Das sind sehr schlechte Nachrichten. Moment, was ist denn das für eine Lampe? Du meinst die hier? Kaum zu glauben, das ist genau die, die ich suche. Damit kann man den Bösewicht einschließen. Ist auch gar nicht schwer. Man muss die Lampe hochhalten und den Bannspruch aufsagen. Bannspruch? Den Namen des Lampengeistes. Man muss ihn nur immer und immer wiederholen. Den Namen des Geistes wiederholen, ja? Ganz genau. Das schaffst du. Ja, ich denke schon. Hört sich auf jeden Fall machbar an. Aber zuvor müssen wir ihn erstmal aufspüren. Lalala, geht doch nichts über einen kleinen Sprint. Ob wir den Lampengeist wirklich wieder einschließen können? Als Bannspruch musste man doch nur mehrmals seinen Namen aufsagen, oder? Also sagen wir einfach immer wieder, Moment, wie heißt er eigentlich? Oh. Ach, das fällt uns bestimmt wieder ein. Sag mal, haben wir seinen Namen überhaupt schon mal gehört? Nein, das ist ja das Ding. Wobei sich Domtendo eigentlich erinnern sollte. Er hat die Mario und Luigi-Spiele doch mehr als genug gezockt. Brief erhalten. Lieber Domtendo, ich wollte dir schreiben, wie toll ich Nintendo finde. Ich kaufe einfach alles von ihnen, selbst den 12. Port. Ja. Ich weiß. Das freut mich zwar als Aktionär, aber als Fan, naja. Wie auch immer. Flüchtige Bekannte, Domtendo und der... Was, wir sind jetzt erst flüchtige Bekannte? Das zeigt, wie sehr ich den Krog hasse. Geil. Ja, ich bin halt lieber mit Goku oder Zelda in einem Zimmer, sag ich euch ganz ehrlich. Ich will in das Zimmer von Goku gehen. Okay, Zelda, lässt euch einrichten. Dann mal los. Wischi, waschi, wusch. Und weg. Zelda macht sauber. Ja, du packst es. Oh Mann, also... So sollte es in keiner Beziehung ablaufen, okay? Oh Mann. Naja, immerhin haben sie warnen gelernt. Krog, geh du mal in den Stall. Und wir machen einmal Speedfüttern. Mit den Hype-Gegenständen. Boah, ich weiß gar nicht, sind meine Stats wieder... Doch, die sind zurückgesetzt worden, ne? Ich hatte doch mehr als 9 MP. Ziemlich sicher. Hier, nimm mal die große Watte. Ja. Die kleine Marke, die große auch. Abwehr und Tempo. Ich probiere den mal. Schmeckt tatsächlich. Krass. Wer hätte das gedacht? Achso, neue Sachen kaufen. Na, Bananen. Never. Aber eine neue Rüstung für Goku ist drin. Die Kupferrüstung. Bitte sehr. Ja, doch, die kann er tragen. Weil die finde ich eigentlich optisch ganz cool.
So, wo zieht es uns nun hin? Kommen wir schon in diese ominöse Höhle? Tatsächlich. Aber was ist hier? Sieht ja aus wie eine Blockade. Ist auch eine, offensichtlich. Huch. Schwere Felsbrocken versperren den Weg. Hm. Ihr müsst leider umkehren. Als ob man da nicht drüber klettern kann. Vor allem als Katze. Oh Mann. Naja. Dann wird's im nächsten Part in diese Höhle. Warum ist der König dort oben? Das und mehr im nächsten Part. Miitopia. Bis bald.